Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lehrvideo. Ich habe das Thema Bewertung durch den YouTube-Algorithmus und werde euch die Funktionsweise erklären, aber auch wie ihr den Algorithmus zu euren Gunsten nutzen könnt. Beginnen wir mal mit der Frage, was überhaupt der YouTube-Algorithmus überhaupt ist. Im Grunde genommen ist es einfach eine Schleife, die im Hintergrund läuft. Sie sammelt Daten von Zuschauern, aber auch von Kanälen, um entsprechend zu erfahren, welche Art von Videos die Nutzer sich anschauen, was wird kommentiert, was wird geteilt. Der Algorithmus möchte halt so verstehen, welcher Benutzer welche Art von Videos hat, also irgendwie so eine Präferenz hat, um entsprechend Videos empfehlen zu können. Hierzu sammelt auch YouTube täglich knapp 80 Milliarden Signale, die entsprechend gesammelt und auch verarbeitet werden müssen. Signale können hierbei sein: Ich klicke auf ein Video, ich klicke das Video wieder weg, ich like das Video, Bewertungen etc. etc. Ob ich ein Video teile, also alles, also Interaktionen sind entsprechend Signale, die hier gesammelt werden und die auch dafür verwendet werden, um ein gewisses Profil zu erstellen von der Person. Und das Ziel des Algorithmus ist es, mit diesen Daten dem Nutzer eine Empfehlung zu geben von Videos, die der Person gefallen könnten. Man versucht natürlich so, die Person oder die Nutzer auf der Plattform zu halten. Heutzutage ist es natürlich sehr, sehr wichtig, weil die Konkurrenz sehr, sehr groß ist. Es gibt TikTok, es gibt Instagram, es gibt Twitch. Und YouTube muss hier natürlich versuchen, mit einem Algorithmus die Leute auf der Plattform zu halten. Wenn ich den Leuten irgendwie langweilige oder irgendwie Videos vorschlage, die nicht deren Kriterien oder deren Wünschen erfüllen, dann ja, geht man von der Plattform runter, geht auf eine andere Plattform und sucht sich irgendwie andere Videos, die einen beglücken. Und YouTube möchte dem natürlich entgegenkommen und den Leuten entsprechend nur das präsentieren, wo man davon ausgeht, hey, das könnte dem Nutzer gefallen. Warum macht es YouTube überhaupt? Man möchte natürlich versuchen, die Leute auf der Plattform zu halten, dass sie sozusagen viel Wiedergabezeit generieren, also sich viele Videos anschauen. Und auf YouTube ist einfach so, mehr Wiedergabezeit bedeutet auch mehr Werbeeinnahmen für YouTube, weil die Leute ja die Videos schauen. Also hat YouTube die Möglichkeit, mehr Videos einzublenden und dadurch einfach mehr Geld zu verdienen. Kommen wir mal zu der Funktionsweise des Algorithmuses. Natürlich ist es hier so, dass die eigentliche Funktionsweise natürlich geheim ist. Also YouTube würde das so nicht frei äußern, um einfach da irgendwie auch ein Betriebsgeheimnis zu haben und natürlich auch nicht alle Karten offen zu legen. Sonst würden morgen irgendwie alle YouTuber das Geheimnis kennen und irgendwie alle super-duper Videos erstellen. Man möchte es ja auch ein bisschen verhindern. Der Algorithmus sammelt entsprechend, wie vorhin erwähnt, alle Interaktionen, die auf der Plattform entstehen. Vom Klicken, vom Zusehen, also von der Dauer hin zu ja, der ganzen Interaktion, also wird kommentiert, wird geliked etc. Und so erstellt man halt ein Profil und zeigt dann entsprechend den Nutzern anhand des Profils, was man erstellt hat, individuelle Videovorschläge. YouTube passt aber auch natürlich seinen Algorithmus mit den Jahren an. Also es gab in den letzten Jahren gerade viele Veränderungen und man geht irgendwie auch so ein bisschen mit dem Trend. Und zu diesen Veränderungen, zu denen kommen wir jetzt auch. So mit, ja, so zwischen 2005 und 2012 war es so, dass die Klickzahlen eine große Rolle gespielt haben auf der Plattform. Also YouTube hat Videos gefördert, die eine hohe Klickanzahl hatten, also eine große Aufrufzahl. Und das war so, wo dann auch viele Leute versucht haben, irgendwie mittels Clickbait, also reißerischen Titeln, reißerischen Thumbnails, irgendwie die Leute auf die Videos zu locken, um einfach halt eine Klickzahl zu generieren, um dann halt irgendwie durch den Algorithmus muss noch höher gewertet zu werden. Damals gab es auch keine Konsequenzen auf Clickbaits. Also Clickbaits sind einfach auch, ich sage in einem Titel, hey, das und das passiert. Und wenn die Person auf ein Video kommt, merkt dann sehr, sehr schnell, hey, das passiert gar nicht oder das Thema ist ein komplett anderes. Und diese Videos wurden damals oder diese Interaktion, die da passiert ist, also die Person kommt auf das Video und geht nach 10 Sekunden wieder, weil er merkt, okay, hey, das passiert doch nicht, wurde damals als Klick gewertet und somit auch in den Algorithmus mit eingeflossen. Ab 2012 hingegen, also zwischen 2012 und
2015 wurde das unterbunden, indem man gesagt hat, hey, wir legen mehr Wert auf die Wiedergabezeit. Also Wiedergabezeit ist, wie lange überhaupt ein Nutzer wirklich das Video anschaut. Und so hat man entsprechend Clickbaits abgestraft, weil die Videos, die irgendwie eine geringe Wiedergabezeit hatten, wurden dann halt vom Algorithmus runtergestuft, wurden dann auch nicht mehr in den Empfehlungen ausgestrahlt etc. Ab 2016 oder im Jahr 2016 kamen halt künstliche Intelligenz und Deep Learning Verfahren hinzu, um entsprechend den Nutzern individuelle Empfehlungen geben zu können, sei es auf der Startseite, sei es in der Suchfunktion. Und ab 2016 kam der Wandel so Richtung Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit, also YouTube oder auch allgemein der Algorithmus filtert, löscht und demonetarisiert Videos beispielsweise, die gegen Richtlinien verstoßen oder die halt entsprechend sehr, sehr Themen behandeln, die ja sehr kritisch sind auch. Also YouTube versucht irgendwie in den letzten Jahren sehr, sehr werbefreundlich auch gegenüber Unternehmen zu sein, weil es bringt nichts, irgendwie Werbung bei YouTubern zu schalten, die sehr irgendwie kritisch sind, die vielleicht auch so ein, also die irgendwie beleidigend in den Videos oder so sind. Das versucht YouTube entsprechend zu filtern und diese Videos dann halt abzustufen. Genau, kommen wir dann auch mal zu den beeinflussenden Faktoren. Es gibt natürlich Faktoren, wie man diesen Algorithmus beeinflussen kann, entsprechend halt ins Positive oder auch ins Negative. Und hier unterscheiden wir erstmal zwischen Kanälen und zwischen Benutzern. Bei Kanälen ist es so, dass die Klickrate sehr wichtig ist. Also eine Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer auf ein Video klickt, wenn man es ihm anzeigt. Wenn die natürlich hoch ist, kann es also ist dann so, dass der Algorithmus die Videos eher irgendwie anderen vorschlägt. Kanäle müssen aber auch eine Regelmäßigkeit an Uploads haben. Also es bringt nichts, irgendwie einmal alle 2 Monate ein Video hochzuladen, dann braucht der Algorithmus die Leute auch nicht weiter zu empfehlen, sondern da muss eine gewisse Regelmäßigkeit sein, damit der Algorithmus die Leute auch entsprechend immer vorschlägt. Die Videothemen müssen entsprechend interessant sein, gerade so in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt mal betrachten, wenn irgendwie Wahlen oder irgendwie jetzt die WM in Katar ist, dass man so Themen, die in Richtung Wahlen oder Fußball gehen, den Leuten präsentieren, weil es ein aktuelles Thema ist. Hinzu kommen halt, wie gesagt, die Wiedergabezeiten. Wenn man gute Wiedergabezeiten hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Algorithmus einen empfiehlt, weil man sagt, hey, die Leute schauen sich das Video fast 100% an, also muss es ja irgendwie fesselnd sein, die Leute haben Bock, das Video sich anzuschauen. Und dann ist noch ein Punkt die Interaktion. Also haben die Leute Lust oder haben die Leute die Videos geliked, wurden da viele Kommentare ausgetauscht, wurden die Videos auch geteilt an Freunde, um halt noch mehr Leute auf die Videos zu bringen, um noch mehr Werbeeinnahmen zu erzielen. Das sind jetzt so Punkte für Kanäle, die wichtig sind, um halt den Algorithmus zu pushen. Bei Nutzern hingegen ist es ein bisschen anders, da werden auf andere Kriterien eher geachtet, beispielsweise um welche Art von Videos sich der Nutzer überhaupt anschaut. Also schaut der Nutzer sich Musikvideos an oder schaut er sich eher Gaming-Content an? Das hat den Grund einfach, wenn jemand sich beispielsweise auf YouTube nur Musikvideos anschaut, dann macht es natürlich keinen Sinn, dieser Person irgendwie Bastelvorschläge oder so zu machen. Also dass man dann der Person irgendwie auch nur Musikvorschläge macht, um halt auch seinen Geschmack zu treffen. Hinzu kommen aber auch so Informationen wie, von welchen Kanälen schaut die Person sich überhaupt die Videos an oder welche kürzlichen Themen oder Videos hat sich der Nutzer angeschaut. Das sind auch Informationen, die sehr, sehr wichtig sind, aber auch der Demograf oder die demografischen Informationen. Also wo ist die Person überhaupt? Ist die Person in Deutschland? Ist sie im Ausland irgendwo? Mit dem Beispiel Wahlen, also wenn in Deutschland Wahlen sind, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass irgendwie Videos, die in Verbindung oder die das Thema Wahlen beinhalten, eher vorgeschlagen werden oder dass die Nutzer, die halt in Deutschland leben, dann eher so Wahlvideos angezeigt bekommen. Das sind so Faktoren, die halt entsprechend den Algorithmus beeinflussen. Als Kanalbetreiber hat man aber auch die Chance, natürlich so die Daten sich mal anzuschauen. Also es gibt die Einstellung oder im Profil gibt es den Reiter YouTube Studio, danach unter Analytics und dann Inhalte. Und dann sieht man hier jetzt beispielsweise einen Ausschnitt aus meinem Kanal, wo wir jetzt ein paar Daten sehen können. Also wir sehen hier die Impression, die liegt bei mir bei knapp 87.000. Und die Impression bedeutet, wie vielen Leuten wurde mein Video
empfohlen. Sei es auf der Startseite, sei es nach irgendeinem Video. Und gerade als kleiner YouTuber ist natürlich knapp 7.000, 8.000 eine sehr, sehr große Zahl. Danach sehen wir die Klickrate. Die Klickrate ist, wie viele von diesen Personen überhaupt auf das Video geklickt haben. In meinem Beispiel natürlich 4,4%, was sehr gering ist. Also kann man sehen, kann man hier schon so Schlüsse drauf ziehen, wie der Algorithmus mich beeinflusst. Also bin ich irgendwie gut dabei oder bin ich eher schlecht? In meinem Beispiel eher schlecht, weil die Videos wurden nicht angeklickt oder sehr, sehr gering. Das lässt dann auch Schlüsse drauf ziehen. Okay, waren meine Titel schlecht? War mein Thumbnail vielleicht schlecht? Das sind so Punkte, die man hier sehen kann. Wir sehen hier Wiedergabe nach Impression, also das sind eher die Aufrufe. Also durch die Empfehlung meiner Videos habe ich knapp 4000 Aufrufe erzielt. Ich habe eine Wiedergabedauer von, also eine durchschnittliche Wiedergabedauer von 1 Minute und 17 Sekunden. Meine Videos waren immer sehr, sehr kurz gehalten, immer so 3 Minuten. Also auch jetzt kein überragender Wert und zuletzt hier die Wiedergabezeit. Dass YouTube überhaupt solche Informationen natürlich bereitstellt, ist ja schon mal erstmal was sehr, sehr Gutes, weil einfach Kanalbetreibende oder auch Allgemeinnutzer, die Videos hochladen, eine Möglichkeit haben auch zu sehen, okay, wie kommen meine Videos an, wie empfiehlt mich YouTube weiter, weil es ja auch ja ein großer Punkt, gerade als kleiner YouTuber, wenn die Videos nicht empfohlen werden, dann bringt es auch nichts oder also man wird ja dann kaum angezeigt. Die Leute müssten schon explizit nach jemandem suchen. Welche Auswirkungen der Algorithmus hat, sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Hauptauswirkung ist eigentlich, dass die Videoempfehlungen beeinflusst werden. Sei es auf der Startseite. Jede Startseite ist bei jedem Nutzer unterschiedlich. Die Suchergebnisse sind natürlich unterschiedlich. Also welche Videos werden in welcher Reihenfolge aufgelistet. Es ist natürlich abhängig vom Benutzer immer. Auch welche Empfehlungen nach den Videos kommen oder während dem Video an der Seite. Und hier schaut einfach auch der Algorithmus drauf, okay, welche Videothemen schaut er sich an, welche Videos hat er sich vorher angeschaut und zeigt dann entsprechend Empfehlungen an, die zu diesem Thema passen. Also wenn ich mir jetzt irgendwie ein Spielreview anschaue, würde er mir irgendwie direkt im Anschluss schon irgendwie ein anderes Spiel zeigen, was mich halt auch interessieren könnte. Und hier gibt es aber auch viele Vor- und Nachteile. Also wenn wir mal bei den Vorteilen für die Kanäle bleiben, Relevanz wird natürlich gesteigert. Also man hat es eben an meinem Beispiel gesehen, wenn man gerade auch oder ein kleiner YouTuber ist, wird man vielen Leuten erstmal empfohlen. Dadurch hat man natürlich auch die Chance, überhaupt neue Zuschauer zu gewinnen. Ob man die am Ende natürlich gewinnt, ist eine andere Sache, aber man wird überhaupt erstmal anderen Leuten vorgeschlagen und bekommt die Chance, überhaupt angezeigt zu werden. Man hat natürlich auch die Chance auf eine Trendplatzierung. Trendplatzierung ist ja, es gibt 50 Trendplätze und ja, Trends ist immer so eine Sache. Also wie man da so wirklich reinkommt, weiß heutzutage immer noch niemand. Also es gibt natürlich gewisse Methodiken, die wir auch später besprechen werden. Aber man sagt so, man muss in kurzer Zeit viel Interaktion, viele Aufrufe generieren. Und wenn man natürlich oder wenn die Videos natürlich vorgeschlagen werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man in den Trends landet. Und bei den Trends ist ja so, die sind ja themenunabhängig erstmal. Also werden meine Videos allen Leuten angezeigt und ich kann noch eine größere Zuschauerschaft ansprechen. Die Vorteile für Nutzer hingegen ist einfach, dass man einfach passende Videovorschläge hat. Also ich kriege keine langweiligen Themen, die mich nicht interessieren, sondern es sind passende Videovorschläge anhand meiner Historie auf YouTube und so wird mir auch persönlich nicht langweilig. Es gibt aber auch Nachteile, gerade für Kanäle. Wenn die Relevanz schnell steigen kann durch einen Algorithmus, kann sie auch sehr, sehr schnell verschwinden. Gerade wenn ja die Zahlen nicht stimmen, also wie vorhin gezeigt, wenn die Klickrate gering ist, wenn die Wiedergabedauer nicht gut ist, dann stuft der Algorithmus die Leute natürlich runter und die Relevanz verschwindet, weil man einfach kaum mehr angezeigt wird und unter der Suche, also wenn man explizit nach jemandem sucht, wird die Person auch nicht mehr angezeigt. Man zeigt eher Kanäle, die ein ähnliches Thema haben, aber besser gerankt werden. Bei Nutzern hingegen ist es so, dass der Algorithmus eigentlich fast schon bestimmt, was man sieht. Also der Algorithmus zeigt ja Startseite, zeigt die Suchergebnisse, zeigt an, was nach den Videos kommt. Und so kommt man nie aus irgendeinem Spektrum raus. Also man ist irgendwie gefesselt auf ein Thema Video. Man kriegt nichts anderes mehr angezeigt. Das ist schon ein Nachteil, denke ich. Und die Plattform versucht ja auch explizit, die Leute auf der Plattform zu halten. Also man wird ja gefesselt regelrecht, weil man
viele Videos vorgeschlagen bekommt, die auch vielleicht gut sind, die man auch gerne schauen möchte, aber das ist immer dieses Prinzip, ja, man hat eigentlich andere Sachen zu tun, aber man kriegt viele Videos vorgeschlagen und schaut die sich dann am Ende doch an. Ein Problem, was ich habe oder auch was auch andere haben, auch Freunde von mir, ist, dass die Startseite oft gleich bleibt. Also es sind einzelne Videos, die sich verändern, ja, aber die Startseite an sich bleibt immer gleich. Also auch Videos, die ich schon angeschaut habe, bleiben gleich, weil YouTube sich denkt, hey, ja, wir zeigen das der Person nochmal. Ob das jetzt alle betrifft, weiß ich nicht, aber es soll, also es sind schon ein paar Leute davon betroffen. Und ein Problem, was ich schon sehe, ist, dass man kaum Möglichkeiten hat, diesen Algorithmus zu beeinflussen. Also YouTube ist so, YouTube sagt, hey, wir haben es analysiert, wir sind der Meinung, wenn wir sagen, es gefällt dir, dann wird es dir auch gefallen. Aber man hat auch trotzdem manchmal so Empfehlungen, die einfach gar nicht passen. Da hat man zwar die Funktion mit kein Interesse, also dann klickt man da irgendwie auf kein Interesse, aber trotzdem passiert es mal, dass dann irgendwie das Video trotzdem ein paar Tage später irgendwie dann nochmal empfohlen wird oder so. Also man hat da kaum irgendwie Möglichkeiten, den Algorithmus zu beeinflussen. Außer man loggt sich da irgendwie aus, löscht die Cookies oder so. Dann hat man wieder ein frisches System, aber wenn man eingeloggt ist, hat man kaum Möglichkeiten. Und genau, kommen wir zum letzten Punkt und hier soll es darum gehen, wie man erfolgreiche Videos umsetzen kann, gerade auch für kleinere Kanäle, die erst ja im Kanalaufbau sind. Da gibt es ja auch in der SEO-Videoreihe ein Video zu, könnt ihr euch gerne anschauen. Aber was man machen sollte, ist, man sollte SEO betreiben. Diese Themen, also SEO betreiben, werden auch in diesem Video aus dem Erst- oder aus der ersten Reihe präsentiert, aber hier nochmal ein bisschen zusammengefasst. Also was sehr wichtig ist, ist eine Videobeschreibung zu haben. Einfach mal erklären, worum es in dem Video geht. Einen Videotitel haben, ein Thumbnail und Keywords und Tags benutzen. Bei den Videotiteln, bei den Thumbnails, die sollten so gestaltet sein, dass die irgendwie die Leute irgendwie animieren, das Video anzuschauen. Also wenn im Thumbnail irgendwie ja kein Bild oder so ist oder irgendwie die Leute nicht animiert werden, das Video zu klicken, dann werden die Leute auch nicht klicken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Upload-Zeiten und die Upload-Tage entsprechend regelmäßig sind. Also man sollte schon mindestens zweimal die Woche ja feste Upload-Tage haben. Man sollte die Tage auch so bestimmen, dass irgendwie genau an dem Tag vielleicht nichts anderes ist. Also dass vielleicht an dem Tag kein Fußballspiel ist, dass an dem Tag irgendwie, ja, weiß nicht, irgendein Fest oder so ist. Also man sollte es schon versuchen, so zu timen, dass die Leute schon eher Zeit haben, gerade sonntags. Man sollte auch bei der Uhrzeit drauf aufpassen, dass die Leute Zeit haben. Also wenn irgendwie ein Video jetzt abends um 22 Uhr hochgeladen wird, werden nicht viele Leute das Video anschauen, weil ja, die Leute müssen ja auch am nächsten Tag irgendwie früh aufstehen. Dann macht es eher Sinn, das irgendwie mittags hochzuladen, damit viele Leute die Möglichkeit haben, die Videos sich anzuschauen. YouTube schaut ja auch darauf, in welcher Zeit wie viele Klicks gemacht worden sind. Also bringt es nichts, auch Videos um 0 Uhr oder so hochzuladen. Wenn die Leute erst dann 12, 13 Stunden später die Videos anschauen, dann wird YouTube sagen, okay, ja, das Video kam erst so nach mehreren Stunden ins Rollen, dann das ist auch schlecht für den Algorithmus. Also einfach am besten Tage und Zeiten wählen, die einfach am meisten irgendwie passen. Man sollte auch versuchen, relevante Themen rüberzubringen. Also es bringt nichts, Themen oder Videos zu machen mit Themen, die einfach ja kaum Leute interessieren, wo die Zuschauerschaft allgemein sehr, sehr klein ist. Klar, man kann es machen, aber man wird irgendwie nicht als YouTuber wachsen. Man sollte eher Themen haben, die vielleicht auch aktuell sind. Also wenn wir jetzt mal so das Thema nehmen, wenn Wahlen sind, dann sollte man irgendwie, als wenn man als Informativ-YouTuber ist oder so, oder wie das heißt, dann sollte man irgendwie ja ein Thema zu, oder ein Video zu den Wahlen machen. Die werden dann eher geklickt als dann halt andere Themen. Also einfach Themen haben, die halt ja eine Relevanz haben einfach. Was man noch machen sollte, ist einfach auch mal am Ende des Videos vielleicht zu Interaktionen bitten. Also einfach mal den Zuschauern sagen, hey, wenn es euch gefallen hat, wäre es mal gut, wenn ihr ein Like oder ein Abo dalässt, weil einfach die Likes und Kommentare, die halt getätigt werden, einfach auch in den Algorithmus mit einfließen, um so halt das Video ja besser darstellen zu lassen. Und was einfach auch ganz, ganz wichtig ist, gerade auch als kleiner YouTuber, dass man einfach konsequent ist. Also selbst wenn die Klicks nicht so gut sind, jeder fängt mal irgendwann klein an. Man muss einfach mal anfangen irgendwann. Man muss konsequent sein, immer Videos hochladen und irgendwann kommt der Erfolg schon. Also genau, mehr kann man da nicht machen.
Das war mein Video und hier seht ihr jetzt die Quellen, die ich dafür verwendet habe. Wenn ihr euch natürlich noch weiter für das Thema interessiert, auf YouTube gibt es viele weitere Videos zu dem Thema Algorithmus. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich ein Like und ein Abo dalassen für den Algorithmus. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!